Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ein Gruß aus dem letzten Tag oder vom letzten Tag des Jahres 2020 von mir an euch. Ich wünsche euch, dass ihr diesen letzten Tag in diesem Jahr, in diesem wirklich anstrengenden und auch sehr anspruchsvollen Jahr, so zelebriert, dass ihr das, was ihr wirklich nimmer haben wollt, wo ihr merkt, dass das einfach inzwischen Vergangenheit ist oder in der Vergangenheit bleiben sollte, dass du es einfach bestimmst, weil du bist der Schöpferwesen, du bist derjenige, diejenige, die bestimmt, wie es weitergehen soll. Und dadurch hast du auch jetzt wieder mal, natürlich nicht nur an Silvester, du hast es jeden Tag die Chance, Altes hinter dir zu lassen und nur Neues zu beginnen. Allerdings ist diese Jahreswechselenergie ja ganz klar geprägt, kollektiv geprägt von Loslassen des Alten und des Neubeginns. Und daher auch dazu angetan, dass man besonders an diesen Tagen, auch den Tagen davor, in den Rauhnächten, für sich klar Schiff macht im Inneren und das dann ins neue Jahr hineinträgt. Und das wünsche ich dir von Herzen, wünsche ich euch von Herzen, dass ihr das macht, in ganz deiner eigenen speziellen Art und Weise, wie es für dich passend und richtig ist. Ich habe das immer so gehandhabt, auch schon vor Jahren, als ich noch nicht mit Rauhnächten mich befasst hatte. Einfach nur für mich persönlich ein paar Zielsetzungen fürs neue Jahr gemacht und vor allem das Altlastenthema. Was hat mir nicht gut getan? Was hat mich beschwert? Was hat mich runtergezogen? Was habe ich vielleicht auch hätte anders machen können, weil es aus meinem eigenen Ermessen heraus nicht gut gehandelt von mir persönlich gewesen ist? Das alles ganz speziell bewusst abzugeben und ins Neue reinzugehen, habe ich immer irgendwie zelebriert. Schon als Kind, später in der Jugend und natürlich bis heute. Natürlich haben sich die Art und Weise, wie ich das zelebriert habe, immer weiter verwandelt und verändert. Inzwischen ist es für mich kein großes Ritual mehr mit Aufschreiben, Verbrennen und Loslassen, wie ich es vor Jahren noch zelebriert habe. Dieses Mal ist es mehr so einschwingen in die verschiedenen Monate, was ich ja auch teile mit euch über die Kartenlegungen zu den verschiedenen Rauhnächten. Aber das ist auch nur ein geringer Teil meines eigenen Programms, was ich sozusagen mir immer wieder mache jedes Jahr. Das ist nur ein geringer Teil. Das meiste, was ich tue, ist bewusst hinspüren und bewusst erkennen und über das bewusste Erkennen ganz klare Entscheidungen treffen. Denn es ist ja genau das ist das Wichtige. Warum funktionieren, nochmal ganz kurz der Ausblick, warum funktionieren denn so viele Silvester- oder Weihnachtswünsche, die man sich setzt, nicht wirklich? Die werden im Jahr darauf auch nicht wirklich umgesetzt. Liegt einfach ganz klar an dem Ungleichgewicht zwischen innen und außen und bewusst und unbewusst. Wenn du sehr viel unbewusste Strategien noch fährst, die dich begrenzen, die dich zurückhalten, das will ich in dieser Form manifestieren zu können, weil du halt denkst im Inneren, naja, klappt ja eh nicht, war ja noch nie der Fall, ich bin es ja nicht wert und so weiter, hat diese bewusste Entscheidung, die du für ein, zwei, drei, vier oder fünf Tage oder auch ein paar Wochen triffst, nicht so eine große Manifestationskraft, so nenne ich es mal, weil im Inneren natürlich viel dagegen spricht. Geht ja nicht, war ja immer schon so, wird ja nicht und so weiter. Je bewusster du erkennst, was du im Innen mit dir am Laufen hast, also was da läuft, über das bewusste Hinspüren, umso mehr du diese internen Settings änderst, und statt ich krieg's ja nicht hin, wird ja noch nie, war noch nie was, natürlich schaffe ich's, ich bestimm's und dann wird's sein, das ist die Schöpferkraft, die dann irgendwann in dir mehr Einzug halten wird, wenn du es bewusst tust. Und das wünsche ich dir jetzt fürs kommende Jahr, dass du noch mehr bewusst, auch jetzt heute schon entscheidest, dass du nächstes Jahr noch bewusster deine eigene Schöpferkraft manifestieren möchtest und wirst und dadurch die Entscheidung heute triffst und auch dann jeden Tag wiederholst. Im kommenden Jahr mit einmaliger Entscheidung ist es ja nicht getan, das wisst ihr ja inzwischen. Wiederhole diese Entscheidung, dass du genau bei dir hinschaust. Wie denkst du? Wie agierst du? Wie ist deine Körpersprache, deine Aussprache in Worten und Taten, also in der Aktion? Kraftvoll oder kraftlos? Freudvoll oder eher so, naja, mache ich halt mal, wird schon werden. Die innere Kraft,
die du immer mehr aktivieren kannst, ist die, die dir dein Leben verändern wird. Dein bewusstes Denken hat einen ganz geringen, verschwindend kleinen Anteil dran. Der Denker ist nötig, um die Aktion zu starten. Und dann ist deine Schöpferkraft im Inneren die eigentliche treibende Kraft, die das Ganze verändert. Wenn die innere Settings nicht stimmen, dann kannst du bewusst leider nur wenig im Außen durch Visualisierung, durch Affirmationen und was auch immer du tust, verändern. Und mache dir bewusst, dass das nächste Jahr auch nicht gleich einfach sein wird. Das ist dir sicher auch schon, ja klar, bewusst, weil dieser Jahreswechsel kann nicht gleich einen großen Gongschlag bewirken. Allerdings gehen wir tatsächlich von einem vom Steinbock geprägten Jahr, was ja sehr in der Materie verankert ist und mit sehr vielen Restriktionen auch verankert war. Das geht nicht, das geht und das geht nicht, in die luftigere Zeit rein. Und da ist natürlich viel mehr Wandel in kurzer Zeit möglich, geht schneller, wird leichter auch umsetzbar sein. Und es ist vor allem nichts mehr also so fest in Stein gemeißelt. So ist es jetzt nur, bleibt es ewig lang. Das ist eben die Qualität der Luft, des Luftelements. Und da wir da in diesem Jahr Luft geprägt sind, im Jahr 21, wird natürlich sehr vieles anders laufen wie in dem Jahr 2020. Ich wünsche dir jetzt zum Jahresende, zum 31.12., dass du dieses Jahr so in deiner Art und Weise wirklich gut abschließen kannst und wirst und auch ganz gleich, wie du das Jahreswechsel zelebrierst, ob in Gemeinschaft, mit der Family, mit den Liebsten, mit dem Seelenpartner oder ohne und ganz allein möglicherweise, wieder einmal allein ohne jemanden, es feierst und zelebrierst, kann ich dir nur aus meiner Sicht sagen, die kraftvollsten Silvester, die am meisten Transformation in mein Leben gebracht haben, waren nicht die, die ich in der Gemeinschaft verbracht habe, in der Family, in der Freundesgemeinschaft, sondern die, die ich total alleine für mich zelebriert und gefeiert habe. Und nutze wirklich diese Kraft des auf dich allein zurückgeworfen Seins, um klar Schiff zu machen, um Entscheidungen zu treffen und dann ganz klar im kommenden Jahr auf diesem Weg auch zu bleiben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe, Licht und Liebe in dein Herz, auf deinen Weg, in deinen Tag hinein und komm gut ins Jahr 21 hinein. Alles Liebe von Herzen, deine Helga.